Wir sprechen heute nicht nur über den Release vom Ranglistenmodus in Valorant, sondern auch noch über Hit Registration Probleme, über weitere Nerfs für Sage, als auch über die E-Sport-Szene rund um Valorant, die jetzt mit der Ignition Series von Riot Games ins Leben gerufen wird. Ja, Mono des Food am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant und quasi eurem wöchentlichen Update hier bei mir auf meinem Kanal. Auch wenn heute kein Patch erscheint, haben wir wahrscheinlich in der kommenden Woche dann den Ranglisten-Patch, aber dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Es gibt trotzdem Neuigkeiten, es gibt trotzdem Updates und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier über einige Dinge sprechen werden. Ich würde auch direkt sehr gerne mit der Ignition Series starten. Ihr werdet unten in der Videobeschreibung einen Link finden, der auf die News-Seite von Valorant, also von Riot Games Seite direkt verweist, wo dann nochmal explizit vorgestellt wird, was mit der Ignition Series genau gemeint ist. Hierbei ist eine Reihe von Turnieren mit unterschiedlichen Organisationen, mit Influencern, also Content-Creatern, Profispielern und vielen, vielen weiteren mehr geplant, um da richtig geile Events an den Start zu bringen. Also Turniere oder generell halt einfach Wettkämpfe, die am Ende dafür sorgen werden, dass eine E-Sport-Basis aufgebaut wird und das schon in den nächsten Wochen. Es geht im Endeffekt sogar schon dieses Wochenende los. Es geht hierbei auch um das Experimentieren von abwechslungsreichen Formaten, was auch immer uns hierbei dann erwarten wird. Ich kann an dieser Stelle schon mal Werbung machen für ein Event, bei dem ich am Wochenende mit dabei sein werde, das jetzt nicht unter die Riege der Ignition Series fällt, aber auch hier werden wir Challenges haben. Das heißt, es lohnt sich am Freitag ab 17 Uhr bei mir twitch.tv/osmogel einzuschalten, denn da bin ich mit Dalokat und einigen weiteren bei einem großen Event mit dabei. Kommen wir aber nochmal ganz kurz zurück zu den bereits zwei angekündigten Events. Zum einen haben wir das Event von G2. Dabei geht es wohl darum, dass 8 Captains noch überhaupt keine Ahnung haben, mit was für Teammates sie spielen werden. Und das Ganze findet schon am 19. Juni um 15 Uhr statt. Und Japans größtes E-Sport-Event Rage wird auch in wenigen Wochen an den Start gehen. Das heißt, wir haben hier schon einen kleinen Eventplan für die nächsten Wochen und ich bin unfassbar gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Insgesamt möchte Riot Games erstmal nur unterstützen. Sie geben die Verantwortung in die Richtung oder in die Hände anderer Organisationen und deswegen bin ich ganz besonders gespannt, wie das am Ende des Tages laufen wird. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, werdet euch für das eine oder andere Event vielleicht sogar anmelden, falls es denn die Möglichkeit dazu gibt, weil genau Informationen, außer das, was ich euch gerade eben erzählt habe, gibt es bis dato noch nicht. Also folgt mir gerne hier auf YouTube oder auf Twitter und Instagram, um keine Informationen zu verpassen. Apropos Informationen, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, aber jetzt gibt es das hier auch nochmal im Video in der kommenden Woche. Also in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni wird es den Ranglistenmodus geben. Wahrscheinlich wird dann am Mittwoch ganz früh der neue Patch aufgespielt und damit könnte dann auch der Ranglistenmodus kommen. Ich habe ein kleines Video für euch unten in die Videobeschreibung mit reingepackt. Dazu brauche ich gar nicht viel mehr zu sagen, außer guckt euch gerne dieses einminütige Video an, um den Unterschied zwischen der Vandal und der Phantom zu erkennen. Denn in einer Minute werden alle Fakten einfach euch ins Gesicht gehauen, wo ihr ganz genau wissen könnt, was ist jetzt der Vorteil von einer Vandal der Phantom gegenüber und natürlich auch umgekehrt. Super nice, von Aim Punch bis über zum Spray und natürlich auch, dass man die Schüsse von der Phantom gar nicht erkennen kann, weil da ein Silencer drauf ist. Das und einiges mehr gibt es in dem einminütigen Video. Schaut da gerne vorbei. Wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann kommt gerne her und guckt dieses Video weiter. Denn wir müssen über das sogenannte Hit Registration Problem sprechen. Dabei gibt es insgesamt zwei Sichten, die ich ganz, ganz kurz beleuchten möchte. Zum einen ist wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch schon mal aufgefallen, dass ihr den Gegner wirklich am Kopf getroffen habt. Zumindest zeigt euch das Blut, das eben hinterm Kopf am Wegspritzen ist, an, dass dort ein Einschlag geschehen ist. Das heißt, ihr habt den Gegner vermutlich am Kopf getroffen. Die Serverproblematik, also mit Ping-Unterschiede oder dass die Server teilweise einfach überlastet sind, sorgen aber dafür, dass es hier zu Anzeigebugs führen kann. Das heißt, im Spray zum Beispiel trefft die dann eigentlich nicht den Kopf, auch wenn die Effekte sozusagen rund um den Kopf angezeigt werden, aber im Grunde genommen schießt ihr Richtung Schulter oder eben den Oberkörper.
Nummer 2 ist allerdings noch viel brisanter, denn es gibt jetzt einige Clips, die zeigen, dass wirklich zu 100% der Kopf getroffen wurde bei Gegnern, die sich in der Hocke befinden. Es scheint also derzeit ein Problem wirklich auch in Valorant zu geben, dass in dem Moment, wo ihr zwischen Hocke, also zwischen hockenden und der stehenden Position wechselt, das nicht mehr ganz klar ist, wo sich die Hitbox des Kopfes befindet. Ich habe jetzt selbst ein bis zweimal sowas selbst erlebt, wo ich ganz klar wirklich davon ausgegangen bin, wurde der Kopf getroffen und dem war dann am Ende des Tages nicht so. Ihr könnt ja dann auch immer in der Anzeige auf der rechten Seite sehen, wo genau Schüsse eingeschlagen haben beim Gegner, wie oft ihr ihn getroffen habt und wie hoch der Schaden dementsprechend ist. Das heißt, das ist eine Problematik, die in der Vergangenheit schon angesprochen wurde und jetzt gibt es einen absoluten Mega-Thread auf Reddit, wo es genau um dieses Thema geht, mit knapp 3000 Upvotes mittlerweile und unfassbar vielen Kommentaren. Das heißt, das Problem an einige. Falls ihr darunter sein solltet, dann wisst ihr jetzt wenigstens, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, an dem Riot Games noch arbeitet. Und last but not least gibt es zum heutigen Video nochmal ein kleines Statement von Morello. Ich habe ihn ja schon in dem ein oder anderen Video hier mit aufgegriffen. Er streamt, ich glaube jetzt Dienstag, Donnerstag als auch sonntags, manchmal TFT, aber meistens eben Valorant, weil natürlich Valorant auch gerade ein großes, wichtiges Thema ist. Und er beantwortet immer und immer wieder weitere Fragen, was insgesamt ziemlich cool ist. Jetzt ging es in einem Interview mit Hitscan. Ich verlinke euch den YouTube-Kanal unten und natürlich auch das 18-minütige Video, das ihr euch gerne nochmal komplett anhören könnt, wo es um Balancing-Probleme bzw. Balancing-Zukunftsszenarien geht. Da gibt es auf der einen Seite eben die Heiler-Fraktion bzw. das Heilungsthema. Das besprechen sie so 6, 7, 8 Minuten. Und dann auf der anderen Seite das Controller-Problem, wo Charaktere wie Omen, Brimstone als auch Viper drunter fallen. Aber lasst uns ganz kurz über Sage reden. Generell ist er der Meinung, dass die Wall, die ja vor einigen, beziehungsweise zum letzten Patch genervt wurde, also dass ihr im Endeffekt wesentlich näher an der Wand stehen müsst, um sie zu platzieren. Ihr habt nicht mehr eine hohe Reichweite und das macht es natürlich als Sage-Spieler schwer, relativ weit vorne irgendwie mitzuwirken. Das heißt, ihr müsst euch mehr ins Geschehen werfen. Mit diesem Nerf haben sie versucht, Sage in eine etwas andere Richtung zu drücken, denn sie soll nun mal ein defensiver Supporter sein, auch wenn ihre Wand zum Beispiel auch offensiv immer noch genutzt werden kann. Jetzt gibt es das Problem, dass Sage immer noch ein Must-Pick ist. Sie wird immer noch in der Pro-Szene und auch in vielen ganz normalen Quick-Play-Runden gespielt und hat auch eine gute Winrate. Und deswegen könnte es sein, laut Morello, dass man sich in der Zukunft noch einige Changes, also noch einige Änderungen bezüglich Sage überlegen wird. Und eine Sache, die er im Interview einfach mal in den Raum geworfen hat, ist die Überlegung, ihr, also der Sage, den Self-Heal zu nehmen. Was, glaube ich, für einige Spieler eine absolute Katastrophe wäre. Aber das würde bedeuten, dass man Sage komplett anders spielt, gar nicht mehr in die Offensive gehen kann, sondern im Endeffekt auch einfach hinter dem eigenen Team steht, um dann immer und immer wieder zu heilen. Beziehungsweise so oft kann sie das ja am Ende des Tages auch nicht mehr. Aber ihr generelles Kit mit ihrer Wand, mit dem Slow Orb, als auch natürlich mit dem Heal und der Ultimate, das sind vier unfassbar starke Fähigkeiten, die man eigentlich nicht wegdenken kann. Und selbst wenn es da einen Nerf nach dem anderen gibt, dann wird, glaube ich, Sage immer noch gespielt. Und das sehen auch viele andere so. Bezüglich der Nerf- und Buff-Geschichte möchte aber Morello hier auch nochmal eine Sache ansprechen. Und zwar wird es wohl nie richtig harte Nerfs oder Buffs innerhalb von einem Patch geben. Das heißt, es wird nach und nach eher gebufft oder genervt, damit es nicht mit einer riesengroßen Nerf-Keule deinen Charakter von einem S-Tier eben auf einen C- oder D-Tier runterschiebt. Und das wollen sie natürlich an dieser Stelle verhindern. Deswegen kann sich auch in der Meta insgesamt sehr viel verändern. Deswegen so Step-by-Step Nerfs bzw. Buffs eher das Ding von Riot Games für Valorant sein werden. Reyna wird übrigens erstmal nicht genervt, denn Morello und sein Team glauben, dass Reyna gerade aktuell ein sehr gebalanceder Hero ist. Also braucht ihr nicht zu warten, dass die Reyna vielleicht in der nächsten Zeit eine Änderung erfahren wird. Und es wurde zum Ende hin des Videos dann nochmal drüber gesprochen, dass Brimstone gerade einfach einer der stärksten Controller, wenn nicht der stärkste Controller ist, und dass sie ihn nicht nerven werden, sondern dass sie erstmal Omen und Viper buffen werden, damit diese sich angleichen und dann gucken sie, was am Ende des Tages bei rauskommt. Das war es auch mit meinem heutigen Valorant Update Video. Falls ihr noch irgendwelche weiteren Themen habt, droppt die gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, wie immer. Falls dem so sein sollte, unterstützt ihr mich mit einem dicken, fetten Daumen nach oben. Und falls ihr kein Valorant Video verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Vielen Dank für euren Support und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Stay tuned, das war Smoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.